Wir wollen uns in diesem Video mit den Wärmespeichern beschäftigen, das heißt also der Speicherung von Energie in Form von Wärme. Unterschieden werden zwei zentrale Arten von Wärmespeichern. Einmal die sensiblen Wärmespeicher, das heißt, dabei geht es um die fühlbare Temperatur. Das heißt, also wir haben ein Material, bei dem die Temperatur erhöht wird zur Energiespeicherung oder abgesenkt wird, um die gespeicherte Energie wieder auszuspeichern, ohne dass es bei dem Speichermedium zu einem Phasenübergang kommt. Typischerweise ist das Speichermedium Wasser. Das kennt man insbesondere bei den Pufferspeichern von der Heizung. Auf der anderen Seite haben wir die Latentwärmespeicher. Dabei nutzt man die Enthalpie als Energie bei der Änderung des Aggregatzustands, insbesondere von dem festen Zustand zum flüssigen Zustand, dass dabei Energie freigesetzt wird bzw. Energie aufgenommen wird. Anfangen wollen wir mit den sensiblen Wärmespeichern, also mit der Veränderung der Temperatur bei einem Medium ohne Aggregatzustand. Was haben wir typischerweise? Wir haben also den Wärmespeicher, das ist ein Flüssigkeitstank mit Wasser. Mais oder Wasser ist deswegen ein sehr guter Energieträger für die Wärmespeicherung, weil die Wärme oder die spezifische Wärmekapazität von Wasser sehr hoch ist. Das sind 4,186 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Das heißt also, dass das Wasser, ein Liter Wasser, um ein Kelvin zu erhöhen, 4,186 Kilojoule an Energie benötigt. Dieser Wärmespeicher hat nun also eine Temperatur. Und wie lässt sich nun die Wärmeenergie bestimmen, die wir speichern können? Die Wärmeenergie Q ergibt sich aus der Masse, also dem Volumen und der Dichte des Stoffes, der spezifischen Wärmekapazität und dann der Temperaturdifferenz Delta T. Wenn wir dazu mal ein typisches Beispiel uns ansehen wollen, also wenn wir jetzt einen Wassertank haben mit 1000 Litern Fassungsvermögen, daraus resultiert dann, dass die Masse, wenn es sich um Wasser um 1000 Kilogramm handelt, wenn wir mal annehmen, die Dichte ist 1 Kilogramm pro Liter und die Temperaturdifferenz sei 40 Kelvin, das heißt, wir erhöhen die Temperatur unseres Wasserspeichers von 20 Grad Celsius auf 60 Grad Celsius. Also wir wollen nur Wärmeenergie speichern. Dann kann man damit also berechnen, wie groß die Wärmeenergie ist, die dort gespeichert ist. Das sind dann 1000 Kilogramm mal diesen 4,186 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin mal der Temperaturdifferenz von 40 Kelvin. Das ergibt dann, wenn wir das noch umrechnen, mal 3600, um direkt in die Wattstunden zu kommen. Das heißt, hier sind wir dann bei Kilowattstunden pro Kilojoule. Und wenn wir das ausrechnen, ergibt sich damit eine Energie von 46,5 Kilowattstunden Wärmeenergie, die in diesem Wärmespeicher nun gespeichert werden kann. Zu berücksichtigen ist natürlich, dass es nun auch zu Verlusten kommt, dadurch, dass die Temperatur des Speichers typischer weil sie größer ist als die Umgebungstemperatur, so dass es zu Verlusten kommt. Wie lässt sich das darstellen? Das ist eine Folge des Fourier-Gesetzes. Das heißt, das haben wir. Wir haben also die Wärmeabstrahlleistung, das heißt also die Abgabe von Wärmeenergie an die Umgebung. Der Speicher kühlt ab, die Temperatur reduziert sich. Das ist U mal A mal Delta T mit dem Wärmedurchgangskoeffizienten U. Also U ist der Wärmedurchgangskoeffizient.
der widerspiegelt, wie gut das Material gedämmt ist. Das kennt man auch aus der Gebäudeenergietechnik, diesen U-Wert. Daran ist dieser jetzt angelehnt. A ist die Fläche die Außenfläche unseres Speichers und Delta T ist die Temperaturdifferenz zwischen Speicher und der Umgebung. Und was man nun bekommt, ist als Ergebnis, dass die Temperaturänderung Delta T, das ist quasi die Temperaturdifferenz zu Beginn, mal E hoch minus und dann haben wir T durch Tau. Wenn dessen Tau die Zeitkonstante ist zur Selbstentladung, so die Zeitkonstante. Das heißt, wie lange dauert es, bis die Temperatur auf den 1 durch E-ten Teil abgefallen ist? Man kann dieses Tau nun auch noch berechnen. Für dieses Tau ergibt sich, Tau ist ähnlich, wie man das auch bei der Spannung eines Kondensators kennt, also eines geladenen Kondensators, wie sich dieser Kondensator mit der Zeit entlädt. Das ist Tau, also R mal C, wobei R der Widerstand ist. Also in dem Fall wäre es also der Wärmewiderstand. Das hier ist der Wärmewiderstand. Und C ist die Wärmekapazität. Und über diesen Wärmewiderstand, der mit dem U-Wert und mit dem Wärmedurchgangskoeffizienten natürlich gekoppelt ist, lässt sich damit die Zeitkonstante bestimmen, das ist also wie schnell entlädt sich dieser Wärmespeicher mit der Zeit. Wir haben damit für diesen Wärmedurchgangskoeffizienten, wie lässt der sich definieren, der Wärmedurchgangskoeffizient U, ist das Verhältnis aus der Wärmeleitfähigkeit und der Dicke unseres Materials. Das Lambda ist die Wärmeleitfähigkeit unseres Materials, das heißt der Umhüllung unseres Wärmespeichers, Wärmeleitfähigkeit. Und was man nun natürlich direkt ablesen kann, ist, dass dieser Wärmewiderstand R sich schreiben lässt 1 durch U mal A. Das ist also der Wärmewiderstand, wie gut das Material gedämmt ist, multipliziert mit der Wärmekapazität. Und die Wärmekapazität C ist natürlich dann die spezifische Wärmekapazität, multipliziert mit dem Volumen unseres Speichermediums. Und daraus lässt sich dann die Zeitkonstante der Selbstentladung berechnen. Was sind nun typische Temperaturniveaus für Wärmespeicher? Die wollen wir uns noch einmal ansehen. Also welche Temperaturen liegen vor? Da haben wir einmal die Hochtemperatur-Wärmespeicherung. Da liegen wir im Bereich von 300 bis 600 Grad Celsius. Das heißt, das muss natürlich dann mit entsprechenden Spezialmedien erfolgen, also nicht mit Wasser, oder das Wasser müsste unter sehr hohen Drücken gespeichert werden, aber meistens wird ein anderes Material verwendet oder ein anderes Speichermedium. Bei der Prozesswärme liegen wir im Bereich von ungefähr 100 bis 250 Grad Celsius. Dann ganz klassisch, dass die Heizung als Speichermedium für die Heizung, welche Temperatur hat der Wärmespeicher, die ist so bei 25 Grad bei Niedertemperatur und bei konventionellen Heizkörpern bis zu 90 Grad Celsius Temperatur im Wärmespeicher. Und dann auf der anderen Seite haben wir dann Anwendungen, die dann eher im Kühlungsbereich liegen, das heißt, wir haben die Klimatisierung. Dort hat das Speichermedium dann eine Temperatur von 5 bis 18 Grad Celsius. Und dann haben wir noch die Kühlung. Da liegen wir in der Größenordnung von minus 18 oder minus 20 Grad Celsius. Das sind also die typischen Temperaturniveaus der Energiespeicher. Eine zweite Variante ist nun der Latentwärmespeicher. Das heißt also, man nutzt dort aus, dass durch den Phasenübergang von fester zu flüssiger Phase wärmefrei wird. Das hängt mit der
Schmelzenthalpie zusammen. Auch da nutzt man in der Regel Wasser als Energieträger, weil Wasser dort als sehr einfach zu nutzendes Medium eingesetzt wird. Das heißt, dass wir frieren das Wasser ein und gewinnen dann durch den Phasenübergang von dem festen zum flüssigen Medium die Energie zurück. Die Schmelzenthalpie von Wasser beträgt, das sind 333 Kilojoule pro Kilogramm. Das heißt, also auch dort ist Wasser wieder ein sehr attraktives Medium. Das heißt, wenn wir nun also von flüssigem Wasser bei 0 Grad übergehen zu Eis, also in den festen Zustand, ebenfalls bei 0 Grad Celsius, wenn man also sonst keine Temperaturänderung. Dabei wird also bei einem Liter Wasser die Energie frei von 333 Kilojoule. Das heißt, diese Energie wird abgegeben. Wenn man das sich nun anguckt, welche Energie man oder wie groß die Temperaturänderung wäre, wenn man die gleiche Energiemenge in flüssigem Wasser speichert, dann wäre das so, dass wir von 0 Grad Celsius auf 80 Grad Celsius das Wasser erhöhen müssten durch die spezifische Wärmekapazität von Wasser von den 4,186 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Das heißt also, dass der Phasenübergang ist eine sehr attraktive Möglichkeit, Energie zu speichern oder wieder freizusetzen, indem man also Wasser als Medium nutzt. Als dritte Gruppe der Wärmespeicherung gibt es dann noch die thermochemischen Wärmespeicher. Bei diesen thermochemischen Wärmespeichern wird die Energie durch eine chemische Reaktion gespeichert, indem man das Speichern dadurch umsetzt, dass es eine endotherme Reaktion ist. Das heißt, die Wärmespeicherung erfolgt damit durch eine endotherme Reaktion. Währenddessen die Energieentnahme des Wärmespeichers sich ergibt durch eine exotherme Reaktion. Das heißt also, man kehrt die chemische Reaktion um, man gewinnt Energie, die zuvor in dem thermochemischen Speicher gespeichert worden ist. Die Anwendungsfälle für die thermochemischen Wärmespeicher sind jetzt nicht so groß. Es gibt einige Ansätze. Dennoch ist das am häufigsten bei der Wärmespeicher natürlich das Speichern in sensibler Wärme, also durch die Speicherung der Energie in Wasser, durch das Erwärmen des Wassers oder als Alternative in der latenten Wärmespeicherung, die wir hier gesehen haben. Das heißt also, bei dem Phasenübergang von flüssig zu fest wird Energie freigesetzt, die man dann nutzen kann.